Zuerst schauen wir uns an, wie sie läuft. Geht um die Vorderhufe heute. Und dann, wie sie sich natürlich hinstellt. Und als nächstes, wenn sie so einigermaßen geschlossen steht. Sie ist jetzt 8 geworden und von der Breite her auch so gut wie ausgewachsen. Man sieht, es würde ungefähr noch ein Huf in die Mitte passen. Als sie mit circa 3,5 Jahren zu mir kam, da war sie von der Brust her, von der Breite her, noch so ein ziemliches Hättele, eben ein junges Pferd. Die Lusitanos legen ja bis 9 von der Breite her noch aus. Höhe ist ausgewachsen. Das heißt, als sie jünger war und schmaler, stand sie vorne ungefähr so. Heute hat sie gerade Beine, das heißt, die kommen in einem Lot von oben runter nach unten zum Boden. Das heißt, ihre inneren Hufhälften sind jetzt nicht mehr so arg mehr belastet, sondern es wurde praktisch jetzt so. Nur vorne rechts, im Bild also jetzt links, ihr vorne rechts ist noch ganz dezent ein bisschen nach innen verkippt. Da steuere ich immer gegen. Komplettes Geradstellen lehne ich dann auch ab. Und ihr seht, je nachdem, wie sie das Gewicht verlagert, sieht es jeweils auch wieder ganz anders aus. Also das ist soweit ziemlich in Ordnung. Wenn beide Vorderhufe jetzt so schön nebeneinander stehen, könnt ihr sehen, die linke Zehe ist etwas mehr abgelaufen. Der Winkel vorne links ist etwas steiler als vorne rechts. Sie hat vorne die ganz leichte Tendenz zu einer sogenannten zehenweiten Stellung. Das heißt, so ein bisschen die Zehen nach außen. Woher kommt jetzt der dezente Unterschied ihrer beiden Vorderhufe? Das hängt mit der natürlichen Schiefe zusammen. Sie lag wahrscheinlich im Mutterleib links gebogen. Sagen wir mal, zu 80% kippt auch die Mähne dann in die Richtung. Bei ihr stimmt das jetzt. Sie hat die Mähne links und ist links hohl gebogen. Das heißt, diese Seite ist kürzer als diese Seite, was man ja auch beim Reiten merkt. Und so ist die Mehrbelastung vorne auf ihrem linken Huf. Und deshalb ist links die Zehe einen Millimeter kürzer, wenn ich nicht gegensteuere. Und der Huf wird etwas steiler, weil er mehr Last trägt. Der rechte Huf, den streckt sie beim Grasen nach vorne. Und das macht man ja mehr Stunden, macht das das Pferd in der Freizeit, als wir da meinen, gegensteuern zu können. Hier ist also rechts vorne. Wie ihr vielleicht sehen könnt, sind die Eckstreben absichtlich leicht unterschiedlich bearbeitet. Das heißt, an der Außenseite, hier rechts im Bild, schwäche ich sie immer etwas, damit es hier zu etwas mehr Abrieb kommt und nicht alle paar Wochen praktisch eine Hauruck-Aktion von der Bearbeitung her, damit die gerade bleibt. Hier seht ihr auch die etwas längere Zehe. Der linke, mehr belastete Vorderhuf. Hier sieht man, hat sie sich deutlich viel mehr eine sogenannte Abrollrichtung angelaufen. Und ihr seht hier, an dem linken, mehr belasteten Vorderhuf haben wir in den hinteren Bereichen in Richtung Trachten
einen deutlich sichtbaren Tragrandüberstand. Und den möchte ich heute bearbeiten.